Ja, ich kenne Tiddehutgas von Tilly Floyd. Und von Facebook halte ich immer noch dasselbe wie vor 5 Minuten. Wieso hast Facebook du die ist Xbox One? kacke. Ich hasse die Xbox One nicht. Ich bin nur davon überzeugt, dass die PS4 bisher einfach viel besser ist. Weil ich habe einen Fernseher, da brauche ich nicht noch eine Fernsehkonsole. Finde ich. Ja, ich zock noch andere Spiele als Minecraft. Ich zock mittlerweile eigentlich schon fast kein Minecraft mehr. Und Ich auch. wenn das nicht irgendwann mal wieder jetzt spannend wird, muss ich auch sagen, werde ich vielleicht da auch mit aufhören. Auch mit Videos im Endeffekt, weil ich bin nicht so jemand, der dann trotzdem noch Videos macht, wenn er keinen Spaß mehr dran hat. Musst du was anderes finden. Fang mit Terraria an. Nee. Ich warte eigentlich immer noch auf Cube World, das ist extrem cool. Oh, ich auch. Und, Oh, Alter, das keine vereint mal wieder Sorge, die jetzt ganzen ich. epischen Dinger zusammen. Denk mal, es gibt immer was in Minecraft, was extrem Spaß macht. Das jetzt mit TerraFirmaCraft könnte ich mich noch wochenlang beschäftigen, glaube ich. Oder mit, sagen wir es so, PvP macht immer noch Spaß. Es liegt nur eigentlich eher an den Servern, die keinen Spaß mehr machen. So Hive, alles voller Hive, Hacker super und finde Modder ich. und Hacker, voller Hacker und irgendwelche dummen Leute und was auch immer. Und dann immer diese Free-Killer bei Trouble Mineville. Das habe ich gar nicht mehr das Problem. Auch ich hab auch nicht so ein richtiges Problem. Bei mir war es bisher nur so, dass sogar ich war so richtig schön Traitor. Kommt ein anderer Traitor und tötet mich. Das habe ich auch zwei oder dreimal gehabt. Ich weiß nicht, die Leute habe ich dann einfach reportet. Ich verstehe aber nicht. Und der hat mich angeschrieben: Oh, sorry, ich dachte, du wärst innocent. Facepalm. Ich habe einen roten Namen gehabt und der Typ hat mich geschlagen. Ich so: Was soll das? Was tust du? Auf welchen Stein kommt man denn nochmal einen Amboss machen? Oh. Ja, den Hypixel-Server kenne ich auch schon. Das Dumme am Hypixel-Server ist, es ist ein amerikanischer Server. Ich habe Oh, da auch dann ist schon Ping. gespielt und man hat einfach einen extrem scheiß Ping als Deutscher da. Blitz Survival Games habe ich selber schon gespielt. Ich habe auch schon die Klassen weit genug aufgelevelt und alles. Und ich habe auch schon. Für mich können wir gleich nochmal eine Runde drauf gehen. Weil, um ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht, wo ich den Amboss mache. Auf welche Steinsorte man dafür brauchte, um drauf schmieden zu können. Ich habe schon mal Vize Beast gespielt. Ja, ich habe auch schon mal einmal durchgespielt, mehr oder weniger. Also Magie-Zeug, Technik-Zeug, sowohl das. Also beide Sorten. Es gibt ja zwei Technik-Sorten. Wie hieß das eine war? Industrial Craft und das andere war. Das an weiß ich gar nicht, wie ewig her, dass ich das gespielt habe. Ich habe beide Arten schon gespielt auch. Boah, ja, ich habe mich bei Feed the Beast Lite in meinem Projekt DC nur mit Thaumcraft aufgehalten. Ich glaube, 30 Folgen jetzt schon. Allein mit diesem Mod Thaumcraft, weil ich das so geil finde mit den Zauberstäben und so, aber Projekt Das ist auch DC läuft interessant, halt aber ich nicht. weiß nicht, das ist sowas, das kann ich nur einmal machen. Und ich könnte Ja, ich vielleicht in auch. einem halben Jahr. Das ist an sich wie Terraria. Wenn es nicht geupdatet wird jetzt mehr, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf Terraria. Ja, bei mir auch. Ich habe es einmal komplett durchgezockt. Von Anfang bis Ende, wirklich jeden Tag 10, 12 Ja, Stunden das war ohne so Ende mit richtig Freunden. fesselnd, muss ich sagen. Vor allem bei diesem 1.1-Update, wo dann diese ganzen neuen Monster noch wieder kamen und Mit alles. dem Ja, Hardcore-Modus, der Hard Mode danach und kam. Genau. sowas. Und den habe ich dann auch komplett durchgezockt und dann lese ich: Neues Update nur für Xbox verfügbar. Nee, gar nicht verfügbar mehr. Haben sie jetzt komplett aufgehört. Ja, dann ist für mich eine halbe Welt zusammengebrochen. Ich hab mich auch der bekommen, ich mochte das Spiel. Ja, ich feiere es immer noch, aber ich spiele es nicht mehr, weil wenn man einmal alles hatte, dann bleibt das Spiel gleich. Es ändert sich ja nichts. Außer Ja. vielleicht mal mit Freunden fange ich eine neue Welt an und spiele mit denen noch mal richtig von Anfang bis Ende, weil wir haben dann zu fünf gezockt. Das macht dann immer auch richtig Spaß. Ja. Junger Mann, ich antworte dir nicht nochmal darauf, was ich von Facebook halte. Hör auf, das jetzt zu fragen! Ich hab dir zweimal gesagt. Nordop, kennst du schon? Ja, ich bin Nein, zur den Zeit. Server kenne ich nicht und Paintball in Minecraft ist so unnötig. Das ist jedes Mal so schlecht mit Schnäbeln und alles. Ich bin zurzeit auf dem Trip gewesen auf Shotbow. Meinen Shotball habe ich Sie. auch eine, ja, habe ich auch gespielt. Meinen Sie und Wasted. Ja, Wasted, da bin ich außer Sinn Aber in. es ist halt auch ein amerikanisches Server, da hat man auch so ein bisschen Probleme. Nö, finde ich nicht. Riole hatte dort aufgenommen. Ich hab's nicht bemerkt, hab so gezockt, einen getroffen, vorbeigelaufen. Und dann Let's Player so: Ey, guck mal, das Blue Paul ist. Haben mich ganz wieder angeschrieben. Ich so: Hä? Warum schreibt ihr mich alle an? Ja, Riole, der hatte ich da erwähnt und so. So, lol. Und meinen Sie, da habe ich mit einem Kumpel zusammen angefangen. Wir hatten komplette Eisenrüstung und so. Ne, total episch. Über 6 Stunden Spielzeit schon ohne zu sterben. Wir waren oben bei der Lava, wir waren komplett durch fast, waren vorm Riesen. Dann loggen wir uns beide aus, ich logge mich wieder ein und war tot. Ohne jeglich erdenklichen Grund war ich tot. Da stand nur noch: You suffocated in a wall. What? Ich wohne in der USA und habe kein Problem auf deutschen Servern. Tja, schön, freut dich.
an sich, viele Probleme habe ich auch nicht. Ist nicht schlimm. Ich habe ab und zu, es ist auch kein Lag, es ist eher so ein Delay, dass du, wenn du schlägst oder so, ist das ab und zu, das nicht erkannt wird. Vielleicht sieht man das gleich noch auf dem Hypixel-Server, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich diesen scheiß Amboss, auf welchem Stein ich den Amboss machen kann. Ist auf irgendeinem Stein, ich weiß noch nicht mehr auf welchem. Dafür gehe ich jetzt in Game-Mode, ich habe keinen Bock mehr zu warten. So, TP, Zenodop. Blubpaule. Welchen Stein braucht man für einen Amboss? Das kann ich nicht gleich sagen. Nein, ich spiele kein League of Legends. Man braucht dafür Pit, Mod-Tips, Stone Age Mining. Wo steht denn das nochmal? Ne, das geht schon mal nicht, Dioid. Irgendwo stand das mit den Steinarten und so. Protect yourself, mach ein Bett, the Spindle, bla bla bla, Fire Pit, nö. A Stone Hammer and Exposed Raw Ingenious Stone. Igneous Stone, keine Ahnung. Man konnte auf irgendeinem Stein, konnte man auch einen Amboss draus machen, also zumindest zum einmal benutzen. Ja, ich guck gerade, wo dieser Igneous Stone ist, wie der aussieht. Das weiß ist jemand so ein von euch, heller welchen Stein sollte man nehmen konnte? Badali? Ist Badali ein Stone? Oder hat das nicht zu bedeuten? Shale Stone? Hier steht Rhyolith. Das Sieht, Basalt und Andesit sind die Igneous-Steine, die für Hammer da verfügbar sind. Ja, Amboss drauf gemacht. Gut. Wie ging das jetzt? Das brauche ich jetzt von dem Plan jetzt noch. Hatte ich doch irgendwo da. Ach, lass mich raten, jetzt ist mein Amboss mittlerweile schon. Ja, ist schon geschmolzen. Dann muss ich erstmal noch wieder aufheizen. So. Da. Was ist mit Ether 2? Was soll mit Ether 2 sein? Das haben wir pausiert. Ich will jetzt noch ältere CODs. Ab und zu MW1. Aber mehr privat, LAN-Party oder was auch immer. Weil MW1 einfach nur mit das Geilste ist. Und die Maps sind auch richtig cool. Nicht zu groß, nicht zu klein. Doch, manche sind zu groß. Am Anfang hatte ich Lust aufs Mega-Projekt. Aber nach 3 Wochen, 4 Wochen nicht. League of Legends weiß ich nicht, habe ich keine Lust zu. Ist gerne zum Mega-Projekt, nein. Milchbubi, ja, kenne ich. Auf Hive spiele ich nicht, ich spiele gleich vielleicht noch eine Runde auf dem Hypixel-Server. Ich habe MW3 sogar, du Spacken. Klatsch dich weg. Battlefield 2, ich glaube nicht. Nein, habe ich nicht. Dota 1 habe ich in Warcraft 3 gespielt, ja. Oh Gott, das war geil. Ja, Warcraft 3 war eh geilste. Die ganzen Tower Defense, Shopping Mall und alles. Oder Angel Arena in WC3. Oh. Wer oder was ist Teufel? Ist das ein YouTuber? Wer, wo, was? Teufel, ich weiß auch nicht, der Name sagt mir gerade irgendwas. Was ist denn zwischen dir und Broken Sums? Was soll zwischen dir und Broken Sums TV sein? Wenn ihr mir das verratet, dann kann ich euch vielleicht antworten. Was machst du noch anderes außer am Computer in der Freizeit? Nix, ich gehe nie vom Computer weg. Aber ich wundere mich, du hast 1000 Zuschauer und ungefähr 30 von denen haben mich jetzt abonniert. Okay, so Amboss rein. Jetzt Bauplan rein. Dann, wie musste man das machen? Man musste den Grünen bei dem Roten, die mussten übereinander sein. Verdammt, wie ging das? Hammer rein. Ja. Und dann war das so, die mussten sich dort bei dem Strich treffen. Ja, das war schon mal fast. Du sollst nichts drücken, verpiss dich! Au. Leute, hier ist ein Bild vom Hammer drauf. Cool.
Ja, der grüne ist richtig. Aber wenn du rot drückst, dann wandert das auch rüber. Das ändert sich nicht. Wie ging das nochmal? Ich glaube, du musst, die Draw und Quench sind für den roten und Upset und Shrink auch für den roten. Mhm. Die rote bewegt sich überhaupt nicht. Rot und grün mussten sich treffen, wenn ich richtig weiß. Okay. Ja, fast. Okay, jetzt musst du leicht zurück, ja. Ich glaube, jetzt nochmal ein stark vor und dann wieder ganz leicht zurück. Warte, nein. Irgendwann ist doch der Hammer durch. Hat jemand eine Ahnung, wie das hier funktioniert hat? Moment, ich versuch mal. Nein, du drückst nix! Es muss hot sein. Es ist very hot. Muss es noch kälter sein, oder? Very hot reicht. Ich bin auch der Meinung, es reicht, aber ich bin mir nicht sicher. Um ehrlich zu sein. War das nicht, dass sie dich da treffen mussten? Rot muss auch dahin. Ich frage mich nur gerade, wie das Rote dahin kommt. Ah, du musst genau... Ja, hier steht es. Du musst die beiden direkt übereinander bekommen, die beiden Striche. Hier steht nämlich, to shape, bla bla bla, use the green actions to get the green arrow past the red goal indicator. Now use the red hit actions to get the green arrow inside the goal indicator. Und der goal indicator ist ja das rote. Also musst du es nur inside von dem goal indicator. Das ist ja jetzt. Hab ich. Ja, und jetzt musst du Wild drücken, glaube ich. Geht nicht. Weil es ist ja eigentlich jetzt direkt in dem Bereich von dem Teil. Es ist nur schauen. Vielleicht muss es wirklich direkt übereinander sein, aber es wundert mich. Warte. Hier ist auch das, die erledigt die Regeln. Punch. Warum soll ich Punch machen? Was bringt mir das jetzt? Gerade eben war es auch direkt übereinander, oder nicht? Jetzt ja, ist es perfekt. Das ist jetzt perfekt. Das ist auch perfekt. Nein, das bringt nichts, Bauplan raus rein. Ah, guck mal, da steht doch. Oh, jetzt hat sich was verändert. Ja, steck doch mal den Bauplan rein und raus. Hit? Mal gucken, Hit stand da immer. Da steht Hit last, Hit second from last, Hit third from last. Das heißt, die letzten drei Schläge müssen Hit sein. Ja, so, hab ich ja schon. Und da muss es in der Markierung drin sein. Seltsam. Es ist... Ich komme mit dem Zeug nicht klar. Warum soll ich jetzt... Jetzt drück mal, nachgucken. Da steht ja, la 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 la, ja. Man merkt schon, wie alt das gleich haten, nur weil ich Abonnenten suche. Nein, das ist vernünftig. Also das haten nicht unbedingt, aber man macht keine Werbung einfach so. Das habe ich auch nicht. Nur ich darf Werbung machen. Letzter muss der härteste Schlag sein. Ein Quench oder was? Das da. Jetzt ist es 10. Also machen wir kaputt gegangen, scheiße. Um ehrlich zu sein, wollt jetzt lieber noch das weitersehen oder ich hab's uns einfach nur eben bis ein, zwei Runden PvP zu spielen, dann würde ich auch aufhören zu streamen jetzt. Und ich frag mich noch einmal, ob ich League of Legends spiele und ich bann dich. Das war schon auf der Strichlinie und auch auf was anderem.
PvP, okay, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen PvP. Bist du dabei oder nicht? Ja, ich bin dabei. Okay. Und dann muss das Minecraft hier beenden, du musst ein anderes starten. Multi und Zähler und so da. 1, 2, 5 Ultimate. Ja, 1, 5, 2. Ich muss kurz Skype schauen nebenbei. Moment, ich probiere mal kurz hier was. Ich bräuchte dann auch noch die IP vom Server, wo du rauf gehst. So. So, du kennst die Server nicht, oder wie? Nö. Hier, schick dir die IP. Da. Dann spielen wir jetzt noch eine Runde Blitz Survival Games. Oho. Klingt brutal. Geht eigentlich, ist nicht schlimm. Lobby Beta. Oh Gott, da sind ja noch mehr auf als auf Hive drauf. Ja, der Hive-Wechsel war echt sauvoll. Also, mal gucken, wo muss ich denn jetzt hin? Du hast den Kompass, glaube ich. Ja, dann muss ich zu... Oder gibt's Slash Lobby? Bist du ein Limbo? Was? Willkommen zu... Nee, welcome to Blitz SG. Join a game. We'll be able to pick a Blitz that can change the game. What? Du nimmst einfach den Kompass und gehst dann auf das Dia-Schwert. Ja, das habe ich schon. Und jetzt bin ich hier bei den Servern. In welchen Server können wir jetzt gehen? Du gehst hier durch und dann wirst du kein VIP. Nee, ja, siehst du die Nummern schon? Die Nummern schon? Inwiefern? Welche Nummern? Unten links ist ein Server 1-2-1. Ja. Ach, der restartet gerade noch. Hm. Jetzt ist er drin, Pre-Game. Ja, dann rein da. Ah! Ich komm nicht rein. Ah, jetzt. Bist du drin? Da steht jetzt VIP drauf, ey. Ah! Du bist nicht rechtzeitig reingekommen. Ja, dann komme ich wieder raus. Wir schauen nach dem nächsten. 111. Guck mal auf die rechte Seite. Okay, auf die rechte 201, Seite. 201, beeil dich. Ja, bis da, gut. Ich erkläre es ganz kurz. Du kriegst jetzt gleich, wenn das anfängt an sich die Runde, einen Bogen erstmal. Dann kannst du Kit aus, wenn du einen Rechtsklick machst. Also, Moment. So, Skype mal ganz kurz wieder weg. So. Du kriegst es, wenn wir in die Spiel geschmissen werden, einen Bogen. Mit dem Bogen wird zum Kit aus. Ich empfehle dir, nimm das erste oder das letzte. Aber du bist kein VIP, also nimm das erste. Okay. Da kriegst du, nach 60 Sekunden kriegst du die Items des Kits, also wenn das Spiel schon angefangen ist. Ansonsten ist es wie normales Survival Games. Nach 5 Minuten kommt in irgendeiner random Kiste auf der ganzen Karte ein Nether Star rein. Dieser Nether Star ist ein besonderes Item, mit dem du eine besondere Fähigkeit auslösen kannst. Die können das ganze Spiel verändern. Stimmt sogar wirklich. Die ist ziemlich gut. In welcher Kiste spawnt das Ding? In irgendeiner zufällig nach 5 Minuten. Das heißt, überall auf der Map kann er jetzt sein dann? Nach 5 Minuten erst. Sonst okay. Ist es wie normales Survival Games. Außer wenn jemand stirbt, kriegen alle anderen Spieler für 15 Sekunden Speed Boost. Oh. Klingt interessant. Es macht echt Spaß, es ist mal was anderes als das ganz normale, stinknormale Survival Games.
Das ist doof an diesem Server, es ist ein US-Server. Der Stern ist nicht meistens in der Mitte. In der Mitte sind nur am meisten Kisten. Das heißt, der ist da sehr häufig. In einer dieser Kisten. Verdammt, ich hab hier nicht viel abbekommen. Nö, ich auch nicht. Ich diese Karte mag ich nicht. Auf dieser Karte sind die Kisten total unfair verteilt. Es gibt zwei Stellen, wo sau viele Kisten sind. Und dann gibt es irgendwie vielleicht nochmal ein, zwei Kisten so auf der Map verteilt. Du hast die ersten 60 Sekunden so einen Resistance Boost. Das heißt, du kannst, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, nicht sterben. Aber du kannst trotzdem Steinschwert oder so, macht dir trotzdem ein Herzschaden. Glaube ich. Da glaube ich, hier ist noch irgendeine Kiste. Serveradresse mc.hypixel.net, aber macht euch jetzt nicht zu viele Hoffnung. Ich glaube, das bleibt jetzt, wenn es nicht jetzt gleich vorbei ist, die einzige Runde für heute. Aber vielleicht streame ich morgen einfach nochmal. Weil, weiß nicht, schauen wir, wie es läuft. Morgen habe ich frei. Ich weiß nicht, ich rein theoretisch. Ich weiß nicht, wie das aussieht, würde ich auch öfter streamen, aber es ist halt so, dass ich häufig mal auch nicht Minecraft spiele oder sowas. Was ich würde ich zwar streamen, wenn euch das interessiert, weil wie gesagt, ich rede sowieso andauernd Müll nebenbei. Wo bist du? Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich prüge mich jetzt hier gleich mit ein paar Leuten. Keine Ahnung, ob euch das interessiert hat, nicht Minecraft. Ja, ich bin hier irgendwo am Rand der Map und habe meine Ausrüstung. Und ich habe noch zwei Lederhelme über. Boss killed bei Blood Paula. Okay, du hast ihn umgebracht. ich habe noch ein Schwert über auf jeden Fall für dich jetzt. Wenn ich lauf grad ein bisschen Amok. Okay. Ich hab grad drei Leute gekillt oder so. Wenn deine Ausrüstung mitmacht? Ja, so halb. Ich hab so Vampiric Zeugs an. Was? Ja, Vampiric Chainmail Boots und so. Achso, ja, die haben einfach Namen, die Ausrüstung. Das finde ich auch ganz nice. Ist nichts Notwendiges oder so, nichts Großes, aber ist schön. So, Kill abgestaubt. Es ist alles Geschmackssache hier, das Server. Ich finde zum Beispiel auch ziemlich cool, dass es hier einfach mal ein bisschen mehr Erfahrung gibt, dass man schneller verzaubern kann. Das ist aber kaum Eisenrüstung. Also nicht im Finale, es ist fast nie so, dass jeder eine volle Eisenrüstung hat. Verdammt, da hat jemand gutes Equip. Wo bist du? Ich bin bei den Bergen, bei den Schneebergen. Hier sind überall Schneeberge! Dann bei dem vordersten halt. Gib mir deine Koordinaten mal. 2400, also minus 2400 und plus 850. Also auf dem Berg bin ich drauf. Mehr oder weniger. Das heißt, du bist ganz auf der anderen Seite der Map, okay. Ja, so kann man es auch sehen. Ja, gut. Ich bin mir nicht sicher, irgendwo war hier auch ein Enchanter, glaube ich. Ach ja, dem hat die Kiste auch schon ausgeräumt. Ja, die Kiste sind alle jetzt mittlerweile leer wahrscheinlich. Du siehst jetzt rechts auf dem Scoreboard noch 1 Minute 55 verbleiben. Ach, bist du da drauf, wo eine rote Flagge drauf steht? Ja, da wo die rote Flagge drauf ist, bin ich. Okay. Das alles wird in irgendeiner Kiste. Komm einfach mal zum Spawn, okay? Ja. Bin gleich da. Ich habe ein Level. Smite, Alter, ich wollte mich verarschen. Gibt's eigentlich irgendwie bessere Schwerter als Holz? Ja, da bist du. Ja, es gibt Steinschwerter und du kannst Dierschwerter craften, aber Dierschwert hast du vielleicht einmal in 5 Runden. Ich verzauber mal mein Holzschwert, ne? Jo, mach das. Jetzt fängt er zu laggen. Was ist denn jetzt los? Warum laggt mein Stream? Haut mich nicht. Ich war's nicht. Rein theoretisch mal als Frage an Chat, ich weiß nicht, wer von euch noch länger wach ist, jetzt nachher, aber zum Beispiel, ich habe frei morgen und ich würde einfach gegen Mitternacht noch mit einem Freund weiterzocken, aber halt nicht Minecraft, sondern zum Beispiel Serious Sam 3, da haben wir zurzeit, das haben wir in so einem Humble Bundle gekauft. Oh mein Gott, Serious Sam 3 habe ich auch, das ist so awesome, ich habe alle Teile. Serious Sam 3 macht richtig Spaß, wir haben auch gegeneinander gespielt, das hat so Spaß gemacht vorhin. Ich weiß nicht, von mir aus kann man da streamen bei, wo bist du hin? Ich bin, ich springe hier um Stream rum, ja. Wenn euch das interessiert, ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch sagen, nein. Doch, das ist voll geil, erst recht zu dritt. Problem ist, ich bin dann schon lange nicht mehr an. Ich gehe irgendwann um 23 Uhr oder so, weil morgen Schule und so. Lol, Nolop hat eine Ratte in der Internetleitung, ja. Ich weiß gerade echt nicht, was los ist. Jetzt hat einmal echt tierisch geleckt. Ich hoffe, es hat sich jetzt wieder gefangen.
Ich weiß auch nicht, Buxtehude ist so ein Kackdorf. Hast du dir eigentlich das Complete Pack gekauft oder nur Serious Sam 3? Humble Bundle Pack da. Da war, glaube ich, alles bei. Ja, ich hatte das damals für 20 Euro gekauft, weil die alten kannte ich sowieso alle und ich wollte aber drei haben. Skyrim spielst du halt nicht mehr und deshalb kann ich das nicht streamen. Worauf ist das Ja jetzt bezogen? Weil es gelaggt hat, weiß ich nicht, was ihr gehört habt und was nicht. Nope, wir hatten Pech. Da vorne schießt jemand mit Pfeil und Bogen. Ah, hab ich getroffen! Ah! Danke! Auf ihn! Im Team! Matschen wir ihn weg! Nom nom nom. Nodop macht om nom 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 nom. Das Geile ist, dadurch, dass ich so lagge für ihn, treffe ich ihn andauernd und er mich gar nicht. Na! Ah. Kill abgestaubt. Nein, doch nicht, schade. Gut gemacht. Ach, du hast die ganze Ausrüstung schon. Hast du ein Oberteil? Ich hab viel. Da kommt noch einer, Achtung! Lauf, 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 der ist direkt hinter dir. Pass auf, dass du nicht stirbst, ne? Ich weiß nicht, wie doll du halt bist. Huch! Hundesohn! Läufst du hier vor dem Bogen? Bleibst du bitte stehen? Der hat ja voll viel Eisenrüstung. Ich habe nie Eisenrüstung eigentlich, so gut wie nie. Ich versuche euch irgendwie zu verfolgen, aber ihr seid so weggezischt wie sonst nichts Gutes. Der hat schon wieder 16 Herzen. Das finde ich auch zum Beispiel sehr gut, dass das angezeigt wird so. Ja, ich habe ihn nicht erwischt, jetzt bug ich. Nein! Super. Das verstehe ich auch nicht. Ich wurde dann zurückgebuggt, dann wurde ich nochmal zurückgebuggt und habe ihn nicht mehr erwischt. Das ist, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach am Server liegt, weil der Server beendet ist oder was halt US ist. Das ist natürlich kacke. Wo bist du hin? Ich werde von ihm verfolgt. Scheiße. Ich laufe lieber weg. Ich laufe einfach zum Spawn, da bin ich irgendwo. Ja, ich bin jetzt gerade am Spawn. Da ist noch jemand anders. Scheiße. Oh, scheiße. Prügelt euch zweimal los. Nee, wir prügeln uns nicht. Nein. Los nicht. Komm her, komm her. Prügelt euch beide. Komm, die prügeln sich. Lasst raufgehen. Jetzt doch? Okay, dann abstauben. Ich gehe auf diesen Brian the Assassin. Wolf. Aber ich Knochen, ne? Ich töte immer die Tiere, weil es gibt Erfahrung. Ja, ja. Einer ist hinter euch, der hat Goldrüstung. Wo kriegst du denn Goldrüstung? Das ist ein Nightkit, glaube ich. Welche. Ich habe auch Goldrüstung. Ach stimmt, Gold kann man auch finden, ja, ja. Auch hinter dir ist auch noch jemand, ne? Nur zur Info. So. Hab ich. Ne, jetzt rennt er weg. Ah, er hat eine Speed Potion gekriegt. Scheiße. Ich habe auch eine! Lauf mir einfach hinterher, vielleicht kriege ich ihn. Hä? Es laggt immer noch. Was ist denn da jetzt los? Habe ich mit dir auch schlechte Verbindung? Also, Skype? Bei mir nein. So. Ich würde sagen, wenn es jetzt so laggt, da kann ich leider nichts ändern. Das ist andauernd bei uns im Internet so. Es ist leider nicht nur bei mir so, das ist in der ganzen Stadt so. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch in Buxtehude wohnt. Nordok zapft das ganze Internet ist so in der Stadt an. Gut, das ist nicht in der ganzen Stadt so, das ist in dem Stadtteil, in dem ich lebe, ist es so. Das ist bei mir so, das ist bei Menschen, die ich kenne, so. Das ist totaler Ranz. Das kriegt einfach total auf. Das habt ihr wahrscheinlich schon öfters, wenn ihr öfter Streams geschaut habt, gesehen, dass es einfach plötzlich angefangen hat zu laggen oder so. Oder auch, wenn ich mit anderen aufnehme, ist das Internet plötzlich abschnitt in Aufnahme. Sowas ist mies. Ja, ja, es ist auch nur das Bild, was hängt. Die Frames werden gedroppt, nicht die Audiostimme, das sieht man oben. Was muss ich mit dem Star machen? Ah, rechtsklick damit, dann kannst du da was auswählen, aber nur das, was du freigeschaltet hast. Sonst gib ihn einfach mal mir, dass ich den Leuten kurz zeigen kann. Ich nutze ihn auch nicht. Komm mal zum Spawn, ich zeig ihn einmal ganz kurz im Stream. Kriegst du es denn wieder? Ich habe ihn nämlich gefunden in der Truhe, die ich als allererstes geöffnet hatte. Ich habe mir so gedacht, lol, wenn der jetzt in dieser Truhe drin ist, mach auf. Schön. Server-IP mc.highpixel.net. Ich bin am Spawn. Wo bist du? Ich komme gerade wieder zum Spawn. Wieso ist hier gerade, als ich zum Spawn kam, eine Dings aufgegangen, so eine Rakete hoch? Keine Ahnung. Da ist der Spawn. Wie viele Leute leben noch? 4 Player, ja. 2... Du hast auch einen Kompass. Das Kompass ist auch wieder was nur auf dem Hypixel-Server bisher so. Das finde ich persönlich sehr gut. So, gib mir her. Die auch noch bessere Ausrüstung, sehe ich gerade. So. Jetzt haben wir den Nether-Star, Leute. Den gibt es halt einmal nach 5 Minuten.
Ach, dann kommt die Rakete. Hm, hier kann man jetzt Sachen auswählen. Das müsste man sich hier erst noch in der Lobby kaufen. Dieses System vom Hypixel-Server. An sich gute Geldmacherei, aber finde ich unfair. Dann gibt es zum Beispiel diese.